Herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier bei TechTime TV zum Thema vom Maker zum Unternehmer. Und da wollen wir uns in der ersten Folge mit SSDs näher beschäftigen. Es lohnt sich dran zu bleiben, denn am Ende der Sendung, da gibt es auch noch was zu gewinnen. In diesen Tagen, da wird Geburtstag gefeiert, denn vor ziemlich genau 60 Jahren, da kam die erste Festplatte auf den Markt. Am 4. September 1956, und zwar eine IBM 350. Die war damals noch gut 2 Kubikmeter groß und man konnte damit 5 Megabyte speichern. Mit so einem Monster kann man natürlich heutzutage keine innovativen Geräte mehr bauen und schon gar keine mobilen Geräte. Wir haben in unseren Laptops inzwischen meist die magnetischen Festplatten gegen schnellere SSDs ersetzt. Da stellt sich aber jetzt die Frage, ob solche SSDs denn auch für professionelle Industriegeräte geeignet sind. Verwendet man dazu das super Sonderangebot aus dem benachbarten Elektronikmarkt oder unterscheiden sich professionelle SSDs von denen, die wir in unsere Laptops schrauben? Wir waren vor Ort bei den Experten von Rutronic. Dieser Distributor hat seine Zentrale in Ispringen in Baden-Württemberg und Rutronic unterstützt die Entwicklungsabteilungen von vielen hundert Firmen und kennt die Anforderungen und Unterschiede bei solchen Geräten. Der Distributor Rutronic ist seit 20 Jahren im Handel für Datenspeicher sehr aktiv und hat sich einen Namen in der Industrie und im professionellen Umfeld gemacht. Die Entwicklung in dieser Zeit war immens. Wir sehen in den letzten Jahren auch immer mehr einen Wechsel von den optischen und magnetischen Speichern hin zur Flash-Technologie. Wir haben bereits vor 15 Jahren begonnen mit dem Vertrieb von Flash-Produkten und diese waren damals noch mit der damalig üblichen PC-Card-Schnittstelle. Natürlich haben sich auch die Schnittstellen im Laufe der Zeit verändert. Von der parallelen ATA-Schnittstelle ging der Trend vor ein paar Jahren zur seriellen SATA-Schnittstelle. Die Geschwindigkeit hat es einfach erforderlich gemacht, hier nach einer verbesserten Schnittstelle zu suchen. Und hierbei hat sich herausgestellt, dass die PCI-Express-Schnittstelle die optimale Lösung für die Flash-Technologie ist. Die PCI-Express-Schnittstelle an sich ist aber nun schon auch einige Zeit auf dem Markt. Wirklich neu ist jedoch das NVMe-Protokoll zur SSD-Ansteuerung. Das NVMe-Protokoll wurde speziell für die PCI-Express-Schnittstelle entwickelt. Das frühere AHCI-Protokoll, das bei den Festplatten verwendet wurde, war deutlich langsamer. Mit Intel haben wir vor kurzem einen Hersteller mit ins Portfolio genommen, der für zukünftige Flash-Produkte eben dieses Protokoll fokussiert. Bei Flash-Speichern gibt es aber mal abgesehen von Kapazität und Schnittstelle noch weitere Unterschiede. Und zwar bereits bei der eigentlichen Flash-Technologie. Entscheidend dabei ist, wie viele Bits pro Zelle gespeichert werden. Durch die immer kleiner werdenden Strukturen sind zwar Verbesserungen im Preis, aber man hat natürlich auch die Verschlechterung in Geschwindigkeit und Langlebigkeit der Flashzellen. Mittlerweile gehen die Speicherhersteller dazu über zur 3D-NAND-Technologie. Das heißt, man ist in der Lage, 48 Lagen vertikal übereinander zu stapeln. Intel hat hierzu auch die ersten Produkte vorgestellt. SSDs für den professionellen Einsatz sind im Vergleich zu SSDs am PC zu Hause natürlich um ein Vielfaches leistungsstärker. Da gibt es einen sehr großen Unterschied. Die meisten Consumer-Produkte werden mit TLC-Flashzellen ausgestattet, die natürlich im Preis wesentlich günstiger sind. Der Industriekunde benötigt aber hier Speicherzellen, die weitaus langlebiger sind, die einen größeren Temperaturbereich aushalten. Das heißt, hier müssen wir schauen, dass wir den Kunden eine Fixed Bill of Material garantieren. Wir müssen sämtliche Änderungen, die in den Produkten stattfinden, durch ein Product Change Notification weitergeben. Darauf sind unsere Kunden angewiesen und diese Informationen erhalten sie von uns. Denken Sie nur an einen Fahrkartenautomaten, der draußen bei Wind und Wetter steht. Hier müssen Industriekomponenten verwendet werden, denn der Ausfall würde einen enormen Imageverlust für den Hersteller bedeuten.
Da müssen die Geschäftsführer der Industriebetriebe daran denken, dass hierbei wirklich auf Industriekomponenten gesetzt wird. Im hauseigenen Rechenzentrum von Rutronic werden ebenfalls professionelle Flash-Produkte eingesetzt. Man hat sich als Distributor für alle Märkte entsprechend aufgestellt. Wir haben uns tatsächlich spezialisiert auf den Enterprise- und Embedded-Markt, wobei wir hier auf ausgesuchte Lieferanten gesetzt haben, die uns diese Produkte liefern können. Wir haben immer wieder höhere Anforderungen an Geschwindigkeit, wobei wir hier wieder bei der Schnittstelle, bei der PCI-Express-Schnittstelle und dem NVMe-Protokoll wären. Während bei Embedded-Anwendungen auf die Ausfallsicherheit und Langlebigkeit höchster Wert gelegt wird, kommt es im Enterprise-Segment wie einem Rechenzentrum eher auf die Schnelligkeit der SSDs bei geringsten Kosten pro Speichervolumen an. Für alle Marktsegmente der Kunden gibt es daher spezielle SSD-Familien und Hersteller mit entsprechenden Schwerpunkten. Sehr spannend diese Entwicklung und sie geht ja auch immer noch weiter. Vieles ist aber leider so kompliziert, dass die Computerzeitschriften am Kiosk darauf gar nicht mehr eingehen. Das ist eigentlich schade, denn so werden Verbraucher nicht unbedingt richtig aufgeklärt. Vielleicht will man das aber ja auch gar nicht. Was wir uns noch etwas genauer ansehen sollten, das sind die Unterschiede bei den Flash-Technologien. Kollege Rudi Loderbauer hat dazu vor Ort mit Ricky Gremmelmeier gesprochen, dem Chef des Business Development Teams für Embedded Systeme von Rutronic. Herr Gremmelmeier, welche unterschiedlichen Flash-Technologien gibt es denn? So, es gibt drei unterschiedliche Flash-Speichertechnologien. Das ist die SLC, MLC und TLC. Die unterscheiden sich anhand der Speicherdichte pro Zelle. Die SLC-Technologie hat ein Bit pro Speicherzelle, das heißt, man kann zwei Informationen darstellen, die 1 oder die 0. Die MLC-Technologie hat 2 Bit pro Speicherzelle, das heißt, man kann 4 Informationen darstellen, das ist die 1.0, die 1.1, die 0.0 und die 0.1. Und die TLC hat 3 Bit pro Zelle, deshalb kann man 8 unterschiedliche Zustände oder Informationen anzeigen. Das heißt, im Endeffekt, die TLC-Speichertechnologie ist die kostengünstigste im Vergleich zu allen anderen, weil man auf den gleichen Chipgröße mehr Informationen bekommt als bei den anderen Technologien. Das ist gerade für die Einzelhandelsprodukte die Haupttechnologie, weil man eben kostengünstig ein gutes Produkt anbieten kann. Und welche Nachteile gibt es da? Gibt es auch Nachteile? Ja, natürlich gibt es auch Nachteile. Und zwar liegt es gerade daran, dass die TLC-Speichertechnologie diese 8 unterschiedlichen Zustände hat. Das heißt, der Controller in der SSD oder in der Flash-Speicherkarte muss viel genauer arbeiten als zum Beispiel bei der SLC-Technologie, die ja nur 1 Bit pro Zelle hat. Das heißt, der Controller muss nur erkennen, ist Ladung gespeichert oder ist sie nicht gespeichert, 1 oder 0. Bei der TLC-Technologie muss der Controller aber auslesen, wie hoch das Spannungslevel in der Karte ist. Das heißt, anhand dieses Auslesens muss er dann erkennen, welcher dieser 8 Zustände drin ist. Und das gibt dann gerade ein Problem, wenn man auf die Lebenszeit schaut. Denn je häufiger man auf die SSD zugreift, schreibt oder löscht, desto mehr nutzt man diese Flash-Speicherzelle ab und man zerstört die Struktur. Und dadurch bekommt der Controller immer mehr Probleme zu erkennen, welches Speicherlevel angesetzt ist. Das ist, ja, auf die Dauer kann das dann wirklich zu Problemen kommen, dass der Controller nicht mehr versteht, welche Information drin ist, dass es zu Fehlinterpretationen kommt, also zu einem sogenannten Bitflip. Das ist bei einem Foto ärgerlich, wenn es dann nicht mehr funktioniert aufgrund solches Bitflips. Wenn wir jetzt aber in die Industrie gehen, bei dem Industrie-PC, der eine Anlage steuern soll oder bei der Medizintechnik, wo Blutwerte ausgelesen werden sollen, da ist es schon sehr kritisch, wenn der Controller nicht mehr weiß, was eigentlich die richtige Information ist. Das kann teuer werden, kann aber auch gefährlich werden. Die Controller und Firmware der SSDs werden aber auch immer schlauer, wie ich gelernt habe. Es gibt bei den verschiedenen Modellen viele Tricks und Vorkehrungen, um Datenverlust zu vermeiden. Trotzdem verstehe ich jetzt, warum manche kleine SSD viel teurer als die Sonderangebote um die Ecke sind. Im Onlineshop rutronic24.com, wo leider nur Firmen und Universitäten einkaufen können, aber keine Privatpersonen, da kann man übrigens direkt mit einem Filter auswählen, welche Flash-Technologien angezeigt werden sollen. Über den Onlineshop sprechen wir in einer der weiteren Folgen nochmal etwas ausführlicher. Im Logistikzentrum von Rutronic, da werden sämtliche Bestellungen aufgenommen und Bestellungen verschickt. Alles ist super perfekt organisiert und natürlich haben wir uns auch da etwas genauer umgeschaut. Im Logistikzentrum von Rutronic sind alle Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt und sowohl mit dem Stammhaus als auch den Logistikzentren in Amerika und Asien vernetzt. Sämtliche Daten zu einer Bestellung sind somit zentral im System erfasst und von allen weltweiten Niederlassungen einsehbar. Dank eines ausgeklügelten Trackings ist jede Bestellung lückenlos verfolgbar und es kann jederzeit in den Prozess eingegriffen werden. Der Markt der elektronischen Komponenten stellt an die Logistik höchste Anforderungen.
Zum einen gilt es, als Distributor aus einem immensen Produktportfolio Artikelmengen unterschiedlichster Volumen zu bewältigen. Zum anderen ist der Markt von starken Bedarfsschwankungen gekennzeichnet, die teilweise zu sehr langen Lieferzeiten von mehreren Monaten führen können. Um jederzeit eine zuverlässige, lückenlose Versorgung sicherzustellen, werden maßgeschneiderte, durchgängige Logistiksysteme von den liefernden Bauteilproduzenten bis zu den belieferten Platinenbestückern eingesetzt. Beim Umfang einer Bestellung ist man sehr flexibel. Ob nun ein Hersteller sehr große Mengen braucht oder ein Maker nur ein oder zwei Stück eines Artikels, für das Logistikzentrum mit seinen vielen engagierten Mitarbeitern ist das kein Problem. Etwa 250 Millionen Bauteile werden täglich alleine im deutschen Lager eingelagert und versendet. Das entspricht einem Jahresumschlag von 80 Milliarden Stück. Voller Einsatz, absolute Flexibilität und perfekte Vernetzung. Das zeichnet das Logistikzentrum von Rutronic aus und ist damit bestens für die Zukunft gerüstet. Zum Schluss der Sendung haben wir noch ein Highlight für Sie. Es gibt nämlich was zu gewinnen. Rutronic hat uns drei aktuelle Intel SSDs der 540S-Serie zur Verfügung gestellt. In den Speichergrößen 1 TB, 480 GB und 240 GB. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an techtime@rutronic.com mit dem Betreff Techtime-Thema SSD. Anschrift und Kontaktdaten dürfen Sie natürlich nicht vergessen und unter allen, die bis Jahresende mitgemacht haben, werden die Gewinne dann verlost und auf der Facebook-Seite von Rutronic bekannt gegeben. Wir wünschen Ihnen dabei viel Glück und in der nächsten Ausgabe unserer Serie Vom Maker zum Unternehmer, da geht es dann um ein weiteres spannendes technisches Thema, nämlich um Mikrocontroller. Bis dahin, machen Sie es gut.